silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Hallo ihr wundervollen Menschen da draußen, heute möchte ich euch zeigen, wie ich immer meine Champignonsauce mache und zwar in vegan, super schnell, mit wenigen Zutaten und auch noch super lecker und das könnt ihr zu allen möglichen essen, also zum Beispiel zu den Serviettenknödel, die ich euch im letzten Video gezeigt habe oder auch zu Kartoffeln, Nudeln, Reis, Couscous oder was euch sonst noch so alles einfällt. Aber ich würde sagen, wir legen mal los mit den Zutaten. Für unsere Champignonsauce brauchen wir heute Jungzwiebel, ihr könnt aber auch andere Zwiebeln dafür nehmen, Champignons. Ich habe die hier jetzt abgeputzt. Bitte wascht eure Champignons nicht ab, denn Champignons saugen sich mit Wasser voll und verlieren dann an Geschmack, also bitte nur abbürsten. Dann habe ich hier Olivenöl zum Anbraten, Soja-Cuisine, das kennt ihr vielleicht der ein oder andere von euch noch nicht, das gibt es aber mittlerweile sogar schon in jedem Aldi bzw. Hofer, das könnt ihr überall bekommen, es gibt auch Reis-Cuisine, aber ich persönlich mache das gern mit Soja-Cuisine, das ist so eine Art Sahne-Ersatz. Und das ist mega lecker und ich verwende das in sehr vielen Dingen und das gibt es auch schon überall. Ansonsten findet ihr das auf jeden Fall bei DM. Dann brauche ich noch Gewürze, Mehl zum Verdicken der Soße, eine Zitrone, Tiefkühlkräuter, ihr könnt aber auch natürlich frische Kräuter nehmen und ein Glas Fond oder auch Wasser mit einem Suppenwürfel. Damit das Ganze vegan bleibt, sollte das natürlich aber auch ein Gemüsebrühwürfel sein. Ich fange an mit den Schnittarbeiten und zwar werde ich circa bis hierher alles für die Soße verwenden und den grünen oberen Teil verwende ich gerne, um am Schluss das Ganze schön und lecker aussehen zu lassen, also für die Garnitur. Die Champignons schneide ich jetzt einfach in der Größe, in der ich sie gerne haben möchte. Genauso könnt ihr das auch machen. Und wenn ihr keine Champignons mögt, dann seid ihr hier einfach im falschen Video. Anhand einer Jungzwiebel teste ich jetzt wieder, ob das Öl schon fertig ist, um was reinzugeben. Und ja, es ist heiß genug, deswegen gebe ich jetzt meine Jungzwiebel rein. Und auch meine Champignons kommen gleich hinterher. Das Ganze lasse ich jetzt mal gut anbraten, bis meine Champignons so gut wie durch sind. Beim nächsten Schritt müsst ihr schnell sein, damit ihr keine Klumpen in der Soße bekommt. Und zwar bestreut ihr ganz gleichmäßig eure Champignons mit Mehl, bis sie ein bisschen zugedeckt sind. Lasst das Ganze mit einrühren. Und löscht dann mit Wasser ab. Jetzt erstmal aufkochen lassen. Wenn das dann circa so eine Konsistenz hat, dann könnt ihr die Hitze ganz nach unten drehen und dann geht es ans Verfeinern. Ich nehme jetzt hier meine Soja-Cuisine, schüttel die ganz gut und gebe davon einiges, einen kräftigen Schuss hier rein. Ein bisschen Frische bekomme ich rein, indem ich hier meinen Zitronensaft reinpresse. Das finde ich auch richtig nice. Dann bekommt ihr noch ein bisschen anderen Geschmack rein, wenn ihr noch, ich habe hier Petersilie, salzen, ordentlich noch Knoblauch rein, weil wer mag kein Knoblauch, und pfeffern. Und dann sind wir auch schon fertig und es geht ans Anrichten. Each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Und so schnell geht's. Die Soße ist auch schon wieder fertig. Ich werde jetzt
Mal probieren. Ich esse das mit meinen Semmelknödeln, die ich beim letzten Mal gemacht habe, also mit meinen Serviettenknödeln. Könnt ihr im letzten Video sehen. Semmelknödel mit Champignonsauce. Ich könnte niemals darauf verzichten. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsessen. Es gibt nichts Besseres. So, ich gehe jetzt mal alles, was ich hier gekocht habe, auf einmal essen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesem Rezept, wie ich es habe. Wenn ihr was nachkochen wollt, Leute, macht das doch unbedingt. Postet es auf Instagram und markiert mich dort, damit ich alles liken kann. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video. Ja. Mmh.